Ja, hallo ihr Lieben. Hallo. Für alle, die uns noch nicht kennen oder neu dazugekommen sind, ich bin die Leni. Bin der Gabriel. Und wir haben uns jetzt gedacht, da auf der Baustelle nichts weitergeht, weil wir, ja, es ist noch Winterpause derzeit, erzählen wir euch unseren Weg zu unserem Haus und was uns so bewegt hat, also in bestimmten Phasen. Da werden wir euch gleichzeitig dazu Bilder zeigen. Und gemütlich unseren Tee trinken. Ja, fangen wir an mit den ersten Fotos. Hier haben wir ein Foto vom Altbestand, vom Holzzubau. Ja, wenn man das so sieht, hat natürlich ziemlich wild ausgesehen. Man muss dazu sagen, es hat natürlich noch viel wilder vorher ausgeschaut. Wir mussten hier mal das ganze Areal um das Haus herum roden. Da ist das Meter, weiß ich nicht, fast 2 Meter hoch gewesen schon. Und haben uns einmal durchkämpfen müssen ordentlich, dass wir das alles beseitigt gehabt haben. Ja. Das Video dazu könnt ihr euch eh anschauen, wir können es euch hier oben verlinken. Noch dazu sind ziemlich viele alte Sachen vom Vorbesitzer im Garten herumgelegen, alte Bretter oder irgendwelche Kübeln, was weiß denn ich. War nicht so einfach. Ja, das nächste, also eigentlich der große Start war dann eigentlich mit dem ersten Ziegel, den wir vom Dach genommen haben. Ja, wir haben die Ziegel abgenommen, danach haben wir mal die alte Scheune, die alte Werkstatt zerlegt, zertrümmert. Ja, wir arbeiten ja gerade an einem Zeitraffer-Video und da werdet ihr dann genau das sehen. Also noch einmal im Schnelldurchlauf sieht man dann diesen Fortschritt viel schneller. Ja. Hier ein Foto von innen, vom Eingangsbereich, Klo. Altes Schlafzimmer. Tja. Ja, das war ziemlich wild. Schon allein, wie es dazu gestunken hat. Ja, dieses kleine Schlafzimmer wurde eigentlich zum Schlafzimmer umfunktioniert. Es war vorher der Hühnerstall. Und dadurch, dass das Dach schon so kaputt war, haben sich natürlich all diese Ablagerungen vom ehemaligen Hühnerstall umso mehr bemerkbar gemacht. Weil das alles einfach feucht geworden ist und zum Stinken angefangen hat. Weißt du zufälligerweise, wie lange es her gewesen ist, wo die Vorbesitzerin da noch drin geschlafen hat? Weil das finde ich schon Ich glaube, sehr die hoch. Vorbesitzerin hat nicht in dem Zimmer geschlafen, sondern im Steinhaus, Ach so, nicht im okay. Holzzubau. Das war Okay. wahrscheinlich nur behelfsmäßig einmal umfunktioniert worden zum Schlafzimmer. Und sonst bewohnt war das Haus das letzte Mal 2010, glaube Ja, ich. weil ich habe letztens erst mit einem Nachbar geredet und der hat gemeint, er hat die Dame noch gekannt oder es war ganz eine nette Dame. Und ja, das klingt alles nicht so weit entfernt. Dafür, Und dass es so aber so arg ausschaut, wie vom vorigen Jahrhundert. ärger ist es ja. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in das Haus reingekommen bin. Vielleicht blende ich ein, zwei Bilder auch davon ein, obwohl ich leider nicht mehr Bilder haben, wo das noch im Originalzustand war. Ich habe damals einfach nicht daran gedacht, Fotos zu machen. Ich glaube, das ist schon halb zerlegt gewesen, die Innenausstattung. Aber es hat einfach ausgesehen wie in den 50er Jahren, als würde man in einer Zeitkapsel da hineinplatzen. Und umso heftiger eben der erste, also wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, war das natürlich ein Schock. Aber ja, man kann aus vielen Sachen was machen, wenn man wirklich will. Und ja, wir sind mittendrin. Ja, hier ist einmal ein Foto von den Schindeln. Diese Schindeln schauen deswegen so gut aus, weil sie eigentlich immer vor Sonne und Gewitter und vor Sonne und Wetter geschützt waren, weil sie in die Werkstatt mit eingebunden waren. Das heißt, diese Außenwand war eigentlich bedeckt. Aber nicht ganz, nur teilweise. Da, wo sie so weißlich ist, da war eigentlich der alte Hühnerstall, der Außenbereich des Hühnerstalls, Hühnerkäfig. Das war durchaus gang und gäbe, dass die früher mit Kalk ausgemalt wurden. Wir haben ja auch überlegt, kurz, ob wir die Schindeln wiederverwenden. Wir haben dann aber gesagt, dass wir sowieso schon so viel Arbeitsaufwand haben werden mit dem Haus, dass wir dann die Schindeln
nicht verwenden werden, weil sonst wären wir gar nicht fertig. Oder? Ja. Man muss dazu sagen, diese Schindeln waren leider auch nicht mehr naturbelassen. Die wurden irgendwann nochmal lackiert, eingelassen mit einer sehr penetranten, auch stinkenden Farbe. Vielleicht sogar auch gesundheitlich bedenklich. Wir haben die also einfach abmontiert und. Es hat dann jemand die abgeholt, der hat sich gefreut drüber. Den Teil auch. Und ich glaube, also die, was so schier waren, nicht, also im weißlichen Bereich, aber die anderen, da hat er gemeint, der hat so einen Stallzubau gehabt, den wollte er ein bisschen mit so alten Schindeln dann noch verschönern Also ein halt, ja. großer Teil der Schindeln wurde von jemandem abgeholt und wiederverwendet. Ja. Genau. Für uns war es schlussendlich dann, also wäre es zu viel Arbeitsaufwand gewesen. Obwohl du eigentlich das wolltest am Anfang, du wolltest halt eine neue Schindeln Weiß, verwenden. Aber es ist ja noch nicht zu Ende vielleicht geschrieben, kommen noch die neue Geschichte. Schindeln einmal. Ja. Ja. Hier haben wir dann ein Foto, wo die Schindeln schon weg sind und einfach ersichtlich ist, dass dahinter Holzmassivbau eingesetzt wurde damals. Das war einfach gehauene Holzbalken, woraus dieser Zubau gemacht wurde. Was ist das, schwarz eigentlich Bitumen oder was? Das Schwarze war Teerpappe, also Okay. Teerpappe unter den Schindeln. Hier eine Palette, sieht man drüber gelegt, über die alte Oh, Senkgrube. das war ja auch so ein Sorgenkind. Ja, wir haben einmal erwogen, die Senkgrube auszuschaufeln und auszupumpen. Das Problem war, dass sie undicht war und nach jedem Regenfall, obwohl sie damals noch zugedeckt war, ist das Wasser wieder reingesickert oder eigentlich ist es sofort wieder reingesickert. Und deshalb haben wir sie Was? dann einfach komplett Ja. zugeschüttet und Genau. eigentlich ist die nach wie vor unterm Fundament Wir haben nur in uns dem Fall aufgefüllt. ja auch von anderen beraten lassen. Was soll man da am besten machen? Auch, dass man irgendwie die Umwelt dann nicht. Na gut, die Umwelt hätte man eh nicht beschädigt, aber ich meine, dass das dann bei unserem Haus irgendwelche Schäden hervorruft, dass dann da immer eine Feuchtigkeit unten ist und dann irgendwie ins Wohnzimmer hochkommt. Wir haben uns schon die Mühe gemacht und sie einmal ausgepumpt. Und was war denn genau? Ich also nicht nur Ist auf schon ein alle bisschen Fälle. lang her. Es hat uns auf jeden Fall den Kopf, wir haben uns den Kopf zerbrochen, was wir damit machen sollen. Aber schlussendlich haben wir es dann einfach zugeschüttet und Wird das schon ein war's. Durchstinken durch. Naja, wir haben ganz unten so große Steine, das mit Steinen ausgelegt. Also so, dass die Flüssigkeit, also die Feuchtigkeit bestmöglichst nicht hochkommt. So habe ich das in Erinnerung. Ja. Ja, dann haben wir hier daneben noch die Ziegel im Garten liegen, die Dachziegel, die haben wir dann auch jemanden weitergegeben. Derjenige hat daraus, glaube ich, eine Stützmauer im Garten gebaut und auch unter anderem Hochbeete umrandet. Also es ist nicht wirklich all dieses Material einfach. Abfall. Es ist nicht wirklich alles Abfall gewesen, es Aber ist auch vieles nicht schon. alles der Wiederverwertung zugeführt worden, sondern hat durchaus auch ein zweites Leben bekommen. Ja, das stimmt, weil die Holzbalken, also dieses Altholz ist ja sehr beliebt, da hast du auch aber Abnehmer gefunden. Wir haben uns auch ein bisschen selber was behalten, weil wir dann ein paar Elemente selber einbauen wollen im Haus. Das werdet ihr dann alles noch sehen. Also einige Altholzbalken, besonders den Firstbalken, weil der sehr groß dimensioniert ist, möchten wir nochmal einsetzen im Haus. Der Rest von diesem Balken, den ihr auf diesem Foto seht, die habe ich einem Bekannten verkauft und der möchte sie auch einsetzen in seinem Neubau. Vielleicht hat er dazu schon Fotos, die können wir vielleicht hier einfügen und wenn nicht, dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Nur zum Altholz, was mir auch gerade einfällt. Ich finde, es gibt irgendwie diese zwei Art von Menschen. Die einen, die sagen, was, ihr wollt wieder dieses alte Zeug da rein in ein neues Haus dann. Na, bitte tut's das weg, macht's alles neu. Oder es gibt dann die anderen, die sagen, was, ihr verwendet nicht alles wieder und macht es original, so wie es gewesen ist. Ja. Man muss halt den richtigen Mittelweg Genau. finden.
Ich tue jetzt nicht das alles neu bauen und neu machen, damit ich nachher wieder irgendwas Abgeranztes mit reinnehme. Nein. Und auch derjenige, der diese Balken einsetzen möchte bei sich zu Hause, der bearbeitet die mit einer Drahtbürste. Die werden also gebürstet, teilweise sandgestrahlt, teilweise trockeneisgestrahlt. Also das sind durchaus nicht günstige Bearbeitungsmethoden, um diesem Holz einfach neuen, alten Glanz zu schenken und einfach das bereit zu machen für das neue Jahrhundert. Ja. Ja, da waren wir ja schon weit für uns. Also, da haben wir uns ja schon gefreut. Da war ja vorher dieser ganze Zubau mit diesem Klo. Das haben wir da alles schon besättigt gehabt. Und dann ist er Nein, das nicht. ist noch hier. Das ist das Klo, das ist das alte Schlafzimmer. Ah, Blödsinn, ja, weil dann ist ja nur mehr die Mauer. Okay. Ja. Also auf alle Fälle sind wir aber von außen schon mit dem Bagger gefahren und da sind wir durch, unter anderem durchgebrochen in die Senkgrube, deshalb schaut das so wild aus. Ja. Der Dachstuhl ist schon entfernt bis auf den Fürstbalken. Ja, also jetzt geht es dann darum, den gesamten Zubau zu entfernen. Genau. Was war da circa für Jahreszeit? Wann war denn das? Ah ja, da können wir sogar nachschauen. Das war im Okay, ja. August Stimmt, 2021. das war relativ spät, weil wir haben ja die Bewilligung zum Start erst, Einen Monat davor ja. ungefähr Genau, bekommen. Ja, also deswegen. einen Monat nach Ja. Erteilung der Baubewilligung haben wir mit dem Genau. Abriss begonnen oder hatten zumindest schon diesen Fortschritt. Somit haben wir ein bisschen Zeit verloren. Wir hätten natürlich schon im Frühjahr anfangen können, aber es ist halt so, wie es jetzt ist. Und ja, Das hilft nichts. genau. Hier haben wir den 31. August und endlich den Kanalanschluss bekommen, zumindest bis zum Eck unseres Grundstückes. Ab hier sind dann wir dafür zuständig und haben dieses Kanal dann an dieser Stelle wieder von der anderen Seite ausgegraben, von der Hausecke kommend. Natürlich auch den Wasseranschluss neu bekommen, weil das alte Rohr unterdimensioniert war. Ja, mitunter auch ein Meilenstein war Stromversorgung. Stromversorgung, Ohne genau. der geht natürlich nichts. Ja, das Bauprovisorium, es war wirklich gut, Strom zu haben. Wir haben, also wie gesagt, das Haus habe ich schon seit einiger Zeit und es war immer ein Problem. Da hatten wir dann Generatoren im Einsatz, die was halt meistens dann nicht funktioniert haben, wenn wir sie benötigt hätten. Und daher war ich wirklich froh, einfach einmal eine stabile Stromversorgung zu haben. Ja, da haben wir einen Haufen Genau. Altholzbalken. Wie gesagt, den haben wir einem Bekannten von mir verkauft, der sie wiederverwendet. Ja, das ist dann, ich glaube, ein oder zwei Tage später. Hier ist der Bagger schon unterwegs gewesen, hat die Senkgruben soweit zerlegt und aufgefüllt. Hier sehe ich aber auch schon, dass die Ziegellieferung angekommen ist. Also links im Bild sind die Ziegel dann für den neuen Zubau. Das war ja auch so ein Segen, dass wir die Ziegel gerade noch zu der Zeit bekommen haben, bevor diese starke Preiserhöhung war. Ja, wir haben diese Ziegel noch um 99 Cent eingekauft. 99 Cent pro Stück. Ich glaube, wir sind momentan bei einem Preis von. Den aktuellen Preis weiß ich nicht, ich kann ihn hier Auf einblenden. jeden Fall das Dreifache fast, Aber wahrscheinlich das oder? Dreifache, Ja. ja. Wir waren teilweise bei 3,50 € für den gleichen Ziegel vom gleichen Lieferanten zwischenzeitlich. Ja, wir haben da eigentlich auch zu viel bestellt. Das ist zu Schulden eines Mitarbeiters, der uns da einfach komplett utopische Kann ich mir Summen vorstellen. berechnet hat für die Ziegel und Tja. etc. Dass wir uns auf ihn verlassen haben, wundert mich bis heute, weil eigentlich habe ich das für ihn berechnet, obwohl eigentlich Das er das machen hätte müssen. Also zumindest habe ich ihn einmal die Dreiecksfunktion, die pythagoreische Dreiecksfunktion erklären müssen und dann hat er angefangen zum Herumrechnen. Unter anderem für die Giebelmauer oben braucht man das ja. Also das war sehr chaotisch. Hätten wir vielleicht anders machen sollen, aber in dem Fall war es nicht wirklich ein Ja. Problem für uns. Wir haben die 8 Paletten Ziegel haben wir uns gar nicht anliefern lassen, weil wir damals schon draufgekommen sind, okay, das ist eindeutig zu viel.
Und 5 Paletten haben wir vor 2 Wochen dann weiterverkauft, also wieder veräußert, weil wir sie auch nicht benötigt haben. Das heißt, von 32 Paletten Baumaterial haben wir effektiv nur, ja, was man da jetzt In etwa falsch 20. gerechnet hat, Ja. knapp über 20, Ja. ja. Genau. Okay, Das ist ein bisschen ein Sprung, ja. das ist ein ziemlich großer Sprung. Hier ist die Genau. Fundamentplatte eigentlich schon fertig. Was da dazugehört hat, waren natürlich die ganzen Grabungsarbeiten für Kanalisation, Wasser und Strom. Dann die Streifenfundamente auszuheben. Unsere Streifenfundamente sind 40 cm breit und teilweise über 1 Meter tief, einfach um unterhalb der Frostgrenze zu kommen. Teilweise sind die Streifen auch viel breiter geworden als gewollt, weil einfach Felsen im Weg waren, die dann umso breiter aufgebrochen sind. Ja, dann haben wir das ganze Eisen binden müssen. Ich habe das zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal überhaupt gemacht. Ich wusste eigentlich nicht, wie das funktioniert hat und sowas. Lenis Vater, mein Schwiegervater geholfen. Ja, man muss in dem Fall auch wieder ein Lob an alle unsere Verwandten und Entschuldigung. Jetzt habe ich ja Hals gehabt. In dem Fall muss man wirklich ein Lob oder ein großes Danke an unsere Verwandten, Familie, Freunde, alle, die mitgeholfen haben, sagen, weil wir zu dem Zeitpunkt wirklich jeden Tag dort waren und es war so eine intensive Zeit und ohne denen hätten wir das ganz bestimmt nicht geschafft. Also für alle, die das sehen, die was dabei waren, vielen Dank. Dankeschön, Ja. ja. Ja, da waren natürlich viele Zwischenschritte notwendig. Streifenfundament, dann Schalsteine drauf, Schalsteine auffüllen, Steckeisen rein, danach Schotter liefern lassen, zwischen den Schalsteinen auffüllen, 10 cm Niveauunterschied lassen, dann 10 cm Isolation, XPS-Platten legen. Dann wiederum Bewehrung reinmachen, obwohl diese Platte selbst bewehrt ist. Das ist ein Beton mit so kleinen Drähtchen, Drahtstücken drin, weil damals einfach keine Eisenmatten zu bekommen waren. Deshalb haben wir das vom Statiker umberechnen lassen. Der hat uns gesagt, welcher Betontyp dann dafür nötig wäre. Und das heißt, die Bewehrung hierfür war einfach nur so U-Stücke, die vom Randbereich in die Platte hineinlagen, die wir in die Steckeisen angebunden haben. Das war's. Waren das die Schlangen? Oder haben Nein, die. das ist wieder was Achso, anderes. ah nein, Das das ist war was dann anderes. drinnen, gell? Ja. Ja, stimmt. Ja, so hat das ausgesehen. Eine halbe Stunde bevor der LKW gekommen ist, haben wir noch schnell Das war den knapp, ja. Potentialausgleich gelegt, also diese Leitung, die einmal komplett im Kreis gehen muss, für die Erdung. Ja, das haben wir Gott sei Dank noch rechtzeitig machen können. Wir hätten es fast vergessen, aber ja. Ja. Ah, oh, das war heftig, wie der erste Ziegelstein gelegt worden ist. Also vom Neuzubau. Das war auf alle Fälle ein wichtiger Ja, Moment. das war echt. Das ist ungefähr eine Woche später, Ja. glaube ich. Es war schon urkalt draußen. Ja, Aber das. das hat in dem Fall nichts ausgemacht, weil man kann trotzdem betonieren. Ja, Das das war. war Mitte November. Sofern es untertags Plus-Temperaturen hatte, konnten wir natürlich mauern. Es ging nur darum, dass der Mauermörtel sich setzt und trocknet, bevor es frostig Ja. wird. Ja, das haben wir dann fortgesetzt, die Mauern hochgezogen. Dann gab es irgendwann einmal die Schalung für das große Überlager, für den großen Unterzug. Das war wiederum nicht so einfach. Das war. Also ich glaube, das war von 7 in der Früh bis um 10 am Abend gefühlt. Ja, also im nächsten Foto ist es auch schon betoniert. Das ist jetzt relativ einfach dargestellt. Im ersten Foto Schalung, zweites Foto betoniert, aber das war natürlich ein riesen Arbeitsaufwand dazwischen. Erstens einmal, das ist jetzt Ende November. Mit meinem Vater haben wir da einfach nach der Arbeit begonnen. Das war, ich glaube, 16 Uhr hatten wir die erste Fuhr Beton. Und bis wir wirklich fertig waren, war es 11 Uhr am Abend. Wir waren ja nur zu zweit. Wir haben da mit Traktor und IBC-Container gearbeitet.
Und um 11 Uhr am Abend hatten wir schon minus 8 Grad. Also das war höchst bedenklich. Wir haben den Beton dann noch zugedeckt. Wenn jemand von euch aus diesem Bereich ist, dann weiß er, dass Beton eine gewisse Eigenwärme entwickelt, wenn er aushärtet. Und wenn man das Ganze dann zudeckt, dann hilft es unter anderem, dass das nicht So schnell friert. auskühlt und friert, ja. Ja, in dem Fall konnten wir den Beton somit weiten. Er ist nicht gefroren. Und so ging die Sache dann weiter. Das nächste Foto zeigt uns jetzt schon beim Abriss der Zwischendecke. Vom Altbau. Also Vom generell Altbau. davor natürlich unten sind die ganzen Wände. Also ich sehe jetzt, dass es dann eh in der Zeitraffer war. Unten wurden mal die ganzen Wände zerlegt, die ganzen Ziegel rausgeholt und dann oben die Zwischendecke rausgenommen. Schauen wir mal, welches Datum, das würde mich interessieren. Okay, ja, da Das war war es. vor etwas mehr als einem Jahr, das war Genau. Ende Jänner 2022. Davor hatten wir natürlich das Dach abgerissen, unten die Zwischenwand raus, den Keller demoliert und aufgefüllt. Ja. Aber ja, das war eines der härtesten, also eine der härtesten Phasen, weil es war immer dreckig, es war außerdem kalt zu dem Zeitpunkt, feucht. Ja, es ist einfach eine unangenehme Arbeit gewesen, das abzureißen. Aber ja, wir haben schon gesagt, wenn das vorbei ist und unten mal auch, also vorne war ja dann die Fundamentplatte schon gelegt, aber dann im Altbau unten auch, dann freuen wir uns schon, weil dann hört diese Drecksarbeit auf und es beginnt dann eigentlich mehr oder weniger nur mehr der Aufbau. Da waren wir dann sehr, sehr froh, wie das einmal so weit Also, war. ja, wie ihr seht, haben wir eigentlich den ganzen letzten Winter durchgearbeitet. Trotz Schnee, trotz Eis, trotz gefrorener Böden. Das, was wir halt damals letzten Winter zusätzlich gearbeitet haben, das tun wir uns dieses Jahr eben nicht an, weil es nicht zwingend nötig ist. Naja, wir haben schon einen Monat Pause auch gehabt, im Februar dann auch wieder. Weil da war Genau. dann alles so kalt und gefroren und mit Schnee bedeckt, dass wir auch nichts machen konnten. Kann ich mich noch erinnern. Da haben wir uns dann auch erholt von dem ganzen Stress. Ähnlich wie dieses Jahr wieder. Ja, der Schritt aufs nächste Foto beinhaltet natürlich auch wieder einen wahnsinnigen Aufwand. Das, was ich gesagt habe, da haben wir uns, das Wir haben war. wochenlang einfach nur jeden Sonntag die gefrorene Erde hier im Altbestand aufgehackt und Stimmt, da sieht rausbefördert. man dann in den Zeitraffern, weil das war echt hardcore. Einfach um Ja. bis zu diesem Punkt zu kommen, wo dann wieder Schotter drin war, Isolationsschicht, Trennschicht, Eisenmatten und Ja. dann der Beton drauf. Das war wiederum ein Meilenstein für Ja. uns damals, ja. Den Rest seht ihr dann in den Zeitraffer-Videos und ja, wie immer, wenn ihr Fragen habt, gerne stellen. Wir gehen dann noch zukünftig in einem Video darauf ein. Ja, wir In hoffen, diesem das Sinne. Video hat euch gefallen, dass wir ein bisschen drauf eingegangen sind, wie es uns da so gegangen ist, unsere Gedanken. Und ja, lasst uns gerne wissen, ob wir das öfter machen sollen. Wir wissen noch nicht, wann das erste Video also wieder kommen wird, weil ja, wir sind derzeit noch in der Winterpause. Es ist einfach zu kalt. Beziehungsweise unsere Väter haben keine Zeit. Ja. Teils, teils, entweder es fehlen die Arbeiter, die Helfer Ja. oder das Wetter passt nicht Genau. oder wir haben einfach keine Zeit, weil ja, es gibt auch andere Dinge zu tun und zu erledigen, nicht immer nur Hausbau und Ja. Baustelle. Uns war es trotzdem wichtig, euch am Laufenden zu halten oder den Kontakt zu euch nicht zu verlieren, weil uns das sehr viel Freude und Spaß macht, in Verbindung mit euch zu sein, auch wenn es nur über den digitalen Weg ist. Somit, ja, es hat uns sehr gefreut Wir wünschen und euch noch einen schönen Sonntagnachmittag genau. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.